Hallo Internet und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute wird es mal ganz besonders technisch, also nicht nur einfach technisch mit Vectoring, sondern richtig technisch und zwar mit primär Multiplex-Anschlüssen. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, was das ist, dann wird dich der Titel des Videos schon bereits darum geführt haben. Und zwar handelt es sich dabei um die Kunst, mit 2 Mbit 30 Telefonate gleichzeitig zu führen oder auch 30 Telefone zu versorgen. Wie das Ganze geht, wie das aufgeteilt ist, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Mal wieder ohne Intro, weil ich habe kein Intro. Also gut, los geht's. Ja gut, fangen wir an. Na gut, erstmal gleich vorweg. Würde ich jetzt bei irgendeinem Anbieter anrufen und sagen, ja, ich hätte gern primär Multiplex-Anschluss für mich zu Hause, dann würden die mir auch erstmal sagen, was? Ich verbinde dich mal mit der Technik. Also wie es eigentlich fast immer ist, wenn ich dort anrufe, weil die normalen Kundensupporter haben keine Ahnung, was das ist, hat fast gar kein Deutscher. Im Jahre 2006 hatten wir noch 113.000 PMX, also Primär-Multiplex-Anschlüsse, im Einsatz. Interessanterweise waren es Ende 2015 nur noch um die 85.000 Primär-Multiplex-Anschlüsse. Es baut sich deutlich ab, denn die Tendenz von PMX sowie ISDN und anderen veralteten Telefontechniken geht weg, das wollen immer weniger Leute haben. Stattdessen gehen immer mehr Leute zu VoIP, also die Telefonie übers Internet. Dennoch ist PMX sehr interessant, denn es geht sowohl über Kupferdoppelader als auch über Glasfaser, über LWL, wie zum Beispiel auch die Opal-Glasfaser, die in eigenen Gegenden verlegt wurde. Da hat man damals in den 90er Jahren Glasfaser verlegt, die aber nicht internetfähig ist, sprich die Opal-Glasfaser. Und ich erkläre euch mal heute, wie das nicht mit der Opalglasfaser geht, sondern mit PMX. Also, wie sind die Zeitschlitze aufgeteilt? Erstmal, wir haben 2 Mbit, genauer gesagt 2048 Kilobits, sowohl im Download als auch im Upload. Aber warum nur 30 Telefone? Ein Telefon verbraucht ja 64 Kbits, also Kilobits. Warum dann nur 30 und nicht 32? Das ist ganz einfach, es gibt nämlich noch einen Synchronisationskanal und einen Signalisierungskanal. Es gibt dafür auch teilweise unterschiedliche Standards. In USA ist das ein bisschen anders als in Europa. Ich beschränke mich jetzt mal rein auf Europa, wie das hier abläuft. Der Zeitschlitz 0 dient zur Fehlerbehandlung, aber auch zur Synchronisation der Telekommunikationsanlagen. Die Zeitschlitze 1 bis 15 sind dann reine Nutzkanäle mit jeweils 64 Kbits, worüber dann telefoniert werden kann. Und im 16. Zeitschlitz werden dann die Daten übertragen, womit die ISDN-Anlage gesteuert wird. Und dann von Zeitschlitz 17 bis 31 sind dann wieder reine Nutzkanäle, also reine Nutzzeitschlitze sozusagen. Und dann kommt nicht der Nummer 32, weil es geht ja bei 0 los, also 0 zählt schon als 1 sozusagen. Aber es gibt trotzdem 32 Kanäle, es wird nur bis 31 gezählt und dann fängt wieder die 0 an. Das sind so die Zeitschlitze, wie das alles aufgeteilt ist. Eine ziemlich interessante Technik, welche häufig in Unternehmen angewandt wird, aber immer seltener in Privathaushalten zu finden ist. Aber auch in Unternehmen setzt das immer weiter ab, da natürlich immer mehr Unternehmen auf VoIP gehen. Und wie oft habe ich jetzt das Wort Unternehmen gesagt? Keine Ahnung, ihr könnt ja gerne mal mitzählen. Aber wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zu der Technik, dann könnt ihr das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn ihr Spaß habt und mehr Interesse habt und mehr Videos dazu sehen wollt, zu solch hochtechnischen Videos, dann einfach auch mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr gerade Themenvorschläge habt für solche technisch eher anspruchsvolleren Videos, auch gerne alles unten in die Kommentare. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ja, ich denke, das war's jetzt. Also, das soll es gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Macht euch noch einen schönen Tag. Hier ist eigentlich gerade ganz schönes Wetter. Vielleicht gleich noch eine Runde Radfahren, Joggen gehen. Schauen wir mal. Also, Leute, das war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und ja, ihr wisst, was kommt. Tschüss Internet.